Wir machen jetzt ein bisschen weiter. Schön, dass Sie noch alle bei uns geblieben sind. Hoffentlich gestärkt mit Kuchen und Kaffee. Nun sehen wir, dass Herr Großmann in einer anderen Farbe erscheint. Wie er uns das ja schon versprochen hatte, hat er sich umgezogen. Und nun, einmal von allen Seiten, sehr schön. Genau, Applaus. Ja, Herr Großmann, erzählen Sie doch mal, was es mit Ihrer neuen Gewandung auf sich hat. Ja, also das ist, die Farbe ist so ein bisschen nachgedunkelt, das ist beige. Und das ist die Zweitfarbe zum Early Morning Coat, also zum Stresemann der englischen Herrenmode. Hauptfarbe für die Weste mit gestreiften Hosen und Kurt ist dabei grau. Und dieser Frack ist der letzte übrig gebliebene Frack, neben ein paar Fliegen zum Selberbinden das letzte Kleidungsstück, was vom Kapellmeister Barnabas von Gezi zuletzt wohnhaft in München übrig geblieben ist. Und der hat mir auch genau gepasst, der musste nicht geändert werden. Also sind Sie Gezi Nummer 2 sozusagen. Erzählen Sie doch mal für die Herrschaften hier, die den großen Kapellmeister und Stehgeiger nicht so auf dem Schirm haben, erzählen Sie doch mal ein bisschen dazu und was er Ihnen bedeutet. Der bedeutet mir sehr viel, weil der hat mich das Hinhören gelehrt. Ich musste auf dem Hinweg nochmal denken, was ist das eigentlich? Wir werden das auch hören. Ich habe Ihnen viele Beispiele, also wir werden ein paar aus vielen Beispielen für Sie auswählen, soweit Ihre freundliche Geduld reicht. Und der hat eigentlich mit seinem Orchester, vor allem für seine Erfolgsserie auf EMI Electrola, das sind von Ende 1934 bis in den totalen Krieg 1942, 400 Schallplattenseiten, also 200 Platten. Das ist wirklich eine quantitativ schon auch eine ganze Menge. Und Sie hören auf diesen Seiten kaum einen Schnitzer, keinen Fehler, obwohl das ja vor Einführung des Tonbandes war. Und ich musste daran denken, wie gesagt, was ist das? Und es ist einfach, der hat gezeigt, was mit einem Kammerorchester, der hat die meiste Zeit, also live gespielt, nur mit ihm 11 Herren. Und es gab keine Schnitte damals. Man hat ja nicht zusammengeschnitten, sondern man hat durchgespielt und die 11 Herren mussten perfekt spielen, damit die Plattenaufnahme nicht versaut war. War so. Es wurde immer probiert, bis das hingekommen ist in der Früh, weil abends, er war Leiter der Orchesterabteilung im heutigen Kaisersaal Berlin, also das alte Hotel Esplanade. Und die haben abends vor Gästen, da gab es den kleinen Hausball, es gab ja noch kein Fernsehen, da musste Ringelpiez mit Anfassen gemacht werden. Das ging bis morgen um 3. Und da haben die ganz unauffällig die Stücke wiederholt, was am nächsten Vormittag auf die Platte drauf sollte. Und die kamen überprobiert ins Studio. Die Studios stehen auch alle noch in Berlin. Und da wurde produziert, da wurden 3 Mitschnitte gemacht. Und einer wurde dann ausgewählt, weil das musste ja erstmal dann auch gepresst werden. Man konnte es ja nicht sofort hören. Was war denn das Besondere an seinem Geigenspiel oder an seinen Arrangements? Weil wir werden jetzt gleich auch Beispiele von Schellack hören. Was ist das, was ihn von anderen Orchestern in dieser Zeit abgehoben hat? Das war der Nobelste, das war der, der ähnlich wie die Comedian Harmonists im vokalen Bereich ein eigenes Klangbild sich ausgedacht hat. Das war eine intellektuelle Leistung, ohne dass das jetzt ein Kaffeehausliterat war. Der Gezi, der war sehr guter Musiker und eben ein wirklich praktisch intelligent. Ich habe auch mal drüber nachgedacht, es gab ja den Schauspieler Willy Fritsch, der ein Buch geschrieben hat über das deutsche Unterhaltungsbusiness, wie das früher war. Das Buch ist, das gab es nur einmal und der hat dann die Kapelle erwähnt und hat gesagt, es war so eine Mischung zwischen Urwüchsigkeit und höchstem Raffinement. Und er hatte in seinem Orchester einen langjährigen Pianisten, über den es später noch geht, und hatte, das war ein Orchester, als das nicht mehr existierte, seine Musiker, seine ursprünglichen, haben nach dem Krieg alle eigene Kapellen geleitet. Es war ein Orchester, wo 3 bis 4 Komponisten drin waren. Die waren auch während der NS-Zeit autark. So. Haben wir denn jetzt ein Beispiel? Mit welchem beginnen wir? Ja, wir beginnen jetzt mit mal ein bisschen hören. Ein Beispiel, lasset die CD ertönen, bitte. Das ist also ein Beispiel, wo sozusagen jede Chorkapelle an die Wand gefahren wird. The Teddybears Picnic von John Bratton.